Heute geht es um den Teil 5 unserer Serie, der Instandsetzung von dem 964-Motor, dem M6401. Heute gibt es die Hochzeit, das heißt, wir sind komplett fertig. Getriebe ist am Motor angeflanscht, alles ist soweit ready. Der Motor steht auf unserem Hubwagen, auf unserer Montagevorrichtung, ist komplettiert und ist jetzt ready, wieder ins Auto montiert zu werden. Vor so einer Inbetriebnahme gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Jetzt nicht nur rein, wenn man den Motor draußen hatte, sondern auch, wir haben es oft, dass wir Fahrzeuge, auch oft sehr hochwertige, sehr seltene Fahrzeuge, die einfach irgendwie 4 Jahre in der Tiefgarage, in der Sammlung rumstanden und wir die dann in Betrieb nehmen nach 4 Jahren. Der letzte Fall war ein 996 GT3. Was ich da wirklich empfehlen würde, vor dem Erststart einmal kurz extern mit einer externen Pumpe Öldruck aufzubauen, um einfach frisches Öl, Motorenöl in alle Lagerstellen zu bekommen. Ganz wichtig in den Hauptlagern, Bleulagern. Und das erreichen wir einfach mit einer externen Pumpe. Da kriegen wir 3 bis 3,5 bar drauf. Pumpen noch einmal richtig frisch Öl rein. Alternativ, wenn das natürlich jetzt privat nicht geht, dann könnte man jetzt auch die Zündkerzen rausnehmen, um einfach die Last durch die Kompression wegzunehmen, die Zündung, den Kraftstoff wegnehmen und dann einfach so lange drehen lassen, bis wir ordentlich Öldruck haben. Besser wäre es natürlich mit einer externen Ölpumpe. So, um einfach beim Erststart eine Gleitreibung zu vermeiden. Ja, danach heben wir den Motor mindestens mit 2 Mann vorsichtig wieder rein, dass nichts kaputt geht beim Reinheben. Wenn er dann auf Endposition ist, schrauben wir den fest. In der Regel sind die alten Porsche immer von hinten mit 2 an den Motorlagern, mit 2 Verschraubungen hinten. Vorne ist dann immer der Querträger vom Getriebe, der wird dann montiert. Dann wird alles angeschlossen, sprich Ölleitung, Kraftstoffleitung, Antriebswellen, die Elektrik oben von der Steuerung, die Spannungsversorgung und so weiter. Danach sollte man das Motoröl nicht vergessen. Motoröl, wenn wir ein Fahrzeug mit Servolenkung haben, die Servoölflüssigkeit. Bei einem Schalter die Kupplungshydraulik anschließen, eventuell entlüften. So, vor dem Erststart dann vielleicht noch einmal ohne Zündung, ohne Kraftstoff kurz drehen lassen, bis wir wirklich Öldruck im Kombi haben. Und dann kann man alles anschließen und gucken, ob der Motor dann wirklich auch anspringt. Wenn der Motor dann läuft, lassen wir den auf der Hebebühne, also nach einer Revision zumindest, lassen wir den schön warm laufen, bis wir einmal Betriebstemperatur haben. Der Ölthermostat öffnet, wir Temperatur vorne auf dem Kühler haben, vielleicht auch bis der Lüfter läuft. Eventuell dafür auch eine kleine Runde drehen. Und danach lassen wir direkt das Öl wieder ab, fangen das auch auf, schauen, ob wir irgendwas haben, irgendwelche Späne, die untypisch sind. Oder den Ölfilter mache ich immer auseinander, schaue mit denen an, wie sieht es da aus. Ja, und dann wieder frisches Öl rein, neuer Ölfilter. Dann fährt man die erste Runde 50 Kilometer, 100 Kilometer von mir aus. Das mache auch immer ich in der Regel. Wichtig ist da das Gehör, dass wir achten auf irgendwelche Geräusche, ob alles passt, dass nichts sich löst. Danach wieder auf die Bühne schauen, ist alles dicht. Ja, dann werden nochmal Flüssigkeiten geprüft und dann, je nach Kunde, entweder fahren wir den Motor die nächsten 500, 600 Kilometer ein oder wir übergeben den Kunden. Nach Anleitung kann der das dann auch machen, je nachdem, wie er es möchte. Dann kommt es auch darauf an, wie tief wurde ersetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel der komplette Ventiltrieb neu ist, also sprich neue Ventile, neue Kipphebel etc., dann muss das Auto so im Schnitt nach 3.000, 4.000 Kilometer wieder zu uns. Nochmal einen Ölwechsel, nochmal schauen, haben wir Späne etc., irgendwas untypisch, irgendwas, was nicht so sein sollte oder nicht so richtig läuft. Dann eventuell dann auch nochmal das Ventilspiel prüfen. Und dann ist der Motor ready für die nächsten 20 Jahre und die nächsten Kilometer. So, das war der letzte Teil unserer Motorenrevision. In Teil 1 bis 4 ging es ja eigentlich um den Motor, um die Montage des Motors selbst. Jetzt in Teil 5 haben wir quasi den Motor eingebaut, in Betrieb genommen, das Fahrzeug auch an den Kunden dann übergeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Abonniert unseren Kanal, checkt die Playlist, um die anderen Videos zu finden. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Ahrtal Sportwagen. We'll be right back.